Heute ist der 20. Juli 2024. Mein Name ist Dr. Esther Lingen. Ich bin 50 Jahre alt und war bis zum November 2021 als Zahnärztin in eigener Praxis tätig. Auch als nicht tätige Zahnärztin bin ich weiterhin Mitglied der Zahnärztekammer Westfalen-Lippe und erhalte daher nach wie vor das Infomagazin ZM Zahnärztliche Mitteilungen. Dieses berichtete nun in seiner neuesten Ausgabe stolz darüber, dass der, Zitat, Protest der Zahnärzteschaft gegen eine kranke Gesundheitspolitik nun richtig Fahrt aufnehme. Das Motto laute: Praxis zu, Mund auf, Zähne zeigen. Natürlich geht es hier auf das Wesentliche heruntergebrochen nur um eines, nämlich Geld. Das Thema ist selbstverständlich sehr komplex. Aus eigenem Erleben weiß ich, dass der Betrieb einer Praxis ein Vermögen kostet und dementsprechend die Einnahmeseite stimmen muss, will man nicht rettungslos untergehen. Viele Kollegen sind daher zwingend auf private Zuzahlungen seitens der Patienten angewiesen und nun in den Zeiten des allgemeinen wirtschaftlichen Niedergangs Deutschlands bricht diese Einnahmequelle auf einmal in existenzbedrohendem Maße weg. Daher werden nun Rufe laut nach mehr staatlicher Unterstützung in Form von besseren Gesetzesvorgaben im Hinblick auf die Honorarvereinbarungen mit den gesetzlichen Krankenkassen. Wenn es ums Geld geht, kann man auf einmal mit Trillerpfeife und Transparenten auf die Straße gehen und seinem Unmut Luft machen. Aha. Wie sah im Gegensatz dazu das Verhalten der Zahnärzteschaft während der Corona-Zeit aus? Wurde hier dem Gesundheitsministerium eine kranke Gesundheitspolitik vorgeworfen? Es gab mit Sicherheit Zahnärzte außer mir, die absolut nicht einverstanden waren mit den Maßnahmen, die laut RKI niemals hinterfragt werden dürfen. Aber gab es da eine echte Auflehnung, ein Praxis-zu-Mund-auf-Gehabe, einen Widerstand, der es verdient hätte, so genannt zu werden? Nein. Die Feigheit hatte hier die Oberhand. An alle Kollegen da draußen, die wieder besseres Wissen, Mitläufer und damit Mittäter in dieser Zeit waren, es wäre damals so wichtig gewesen, sich aufzulehnen. Der heilige Thomas Becket rief seinen Mördern entgegen: Und wenn alle Schwerter Englands gegen mich gerichtet sind, ich werde nicht weichen. Ich habe meine berufliche Existenz durch meinen Widerstand verloren, aber damit kann ich leben. Womit ich nicht hätte leben können, wäre weiterhin Teil eines derart gottfeindlichen, menschenverachtenden und verlogenen Systems zu sein. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen.